um uns für die letzte Schlacht zu rüsten. Hey! Spartaner, das ist dein Ende! Ah, okay. Den ersten kann ich blocken, den zweiten aber nicht mehr. Nett. Ah, das kann ich gar nicht blocken. Wow! Lass mal stecken. Was ist denn das für ein Dreck? Weg da! Muss nicht sein. Muss nicht sein. Oh nee, dann weg hier. Einfach immer rollen und fertig. Rollen und fertig. Oh. Die Flügel sind zu groß, ich sehe nichts mehr. Au. Wo ist sie denn? Ich glaube, die alle macht mich kaputt. Wo glaube ich es denn? Das muss hier doch auch nicht hin. Du willst das einfach jetzt nur so ein bisschen. So, der fällt ein. Das war knapp. Sehr knapp. Oh, ich hasse die Schlange. Wann war das wieder knapp? Die erwischt auch noch ums Eck rum. Mistsau. Hahaha. Oh, schön. Wow, war das mal. Mal wieder. Das wird nicht die ganze Zeit schon. Ich lege mich einfach mal so ein bisschen damit. Die, ey, die Olle. Ich will nicht sterben. Ich bin noch zu jung dafür. Wie bereits gesagt, dieser Angriff, der macht mich so fertig. Stein. Jetzt kommst du bestimmt gleich angeflogen wieder. Oh, ja, ein bisschen Energie und so. Kann ich mal gebrauchen. Weg. Bleib fern von mir. Oh, das ist doch... Ich hasse sie. Ich hasse sie. Du bist echt fies. Aber ich habe keine Magie mehr. Oh, das war's für mich. Ja, ich bin tot. Das ist ein Scheißangriff. Wie weicht man dem Dreck denn aus? Ich hasse sie. Bin ich froh, wenn die kaputt ist, Alter. Echt furchtbar. Den ganzen Weg wieder hochdackeln. Kann ich das abbrechen? Cool. Boah, es fängt schon scheiße an! Jetzt ein bisschen mit dem Ding auf den Kopf. Die trifft doch auf bis. Du. Ja, nö. Oh, alles klar. Ah, wow. Lass.
Was ist das für ein Angriff? Hast du mich gerade weggetreten? Die Taktik hätte ich vorhin aufnehmen sollen, ey. Die ist ja viel besser als die andere. Haha! Oh. Oh, oh, oh. Jesus, das ist doch... Das ist nicht mehr lustig. Das ist einfach nicht mehr lustig. Alte. Geh zu ihr. Sei bei ihr. Lass diese Welt hinter dir. Boah, ey, da bist du noch beschäftigt mit... Oh, es ist... Geh zu ihr. Sei bei ihr. Lass diese Welt hinter dir. Adler! Drecksack. Die gebe ich auch noch. Penalty. Bam! Bitch. Wow! Was ist das? Warum kann ich hier drin? Oh. Ja, super. Ja. Geh weg! Mist. Boah, das ist doch wieder dämlich. Strahl. Fall. Ah, ich drück auch echt immer den falschen Knopf. Nichts mehr machen. Wow. Ja. Ich will nicht sterben. Boah, dieses Ding in der Mitte, das macht mich echt wahnsinnig. Diese... Willst du Tennis spielen oder Badminton oder was auch immer? Kannst du haben. Das ist so... Kann ich mal gehen. Schade. Ah, jetzt muss ich mit ihren Bienen wieder. Ja. Stehen, ne? Ah, dann kommt das dahin. Okay, interessant. Oh, nö. Nee. Das war fies. Das ist fies. Ah, uah. Komm her. So ein Kreis, ne? Nö. Weg. Ich hab das auch. Hehehe. Das hat bestimmt nicht Sinn der Sache, aber scheiß drauf. Mann, war das doof von mir. Da hast es. Leg dich nicht mit mir an, Alte. Hehehe.
Oh, sie liegt hier unten. Super. Deshalb ist das Ding in der Mitte. Druck! Und Druck! Drängen Sie zurück, die Alte! Die hat's verdient! Dieses undefinierbare Wesen. Dein Leiden wird niemals enden. Geist Spartas. Zumindest hat sie bekommen, was sie wollte. Sie ist gestorben. Also hey. Und? Wie steht sich so? Vollidiot. Du magst vielleicht glauben, dass die Olympia dir helfen. Aber sag mir, wo sind sie jetzt, deine Götter, Kratos? Warum kommen sie nicht, um dir zu helfen? Ich brauche die Hilfe der Götter nicht. Aber ich habe meinen Weg jetzt erkannt. Ich diene ihnen. Und sie werden ihr Versprechen halten und meine Vergangenheit auslöschen. Sage mir, Spartaner, was ist es wert, das Versprechen eines Olympiers? Es ist alles, was mir bleibt, Atlas! Wir sehen uns wieder, Spartaner. Es ist vorherbestimmt. Eines Tages wirst du deine Taten bitter bereuen, Kratos. Der mächtige Atlas lag in Ketten. Auf ewig dazu verdammt, die Welt auf den Schultern zu tragen. Eine noch schlimmere Strafe, als selbst Zeus den Titanen auferlegt hatte. Atlas' Schicksal war besiegelt und die Göttin Persephone war tot. Kratos hatte die Menschheit gerettet, doch das war ihm gleich. Mit seiner Tochter hatte er die einzige Person aufgegeben, die ihm je wichtig war. Wonach er so lange gesucht hatte, war nun für immer verloren. Während der Sonnenwagen gen Himmel stieg und Helios' Macht die Welt erleuchtete, zog sich Morpheus in die Schatten zurück. Kratos' Sieg verschaffte ihm keine Genugtuung. Jahrelange Knechtschaft erwartete ihn. Er musste sich seinen Sünden stellen und um jene Menschlichkeit kämpfen, die sein dunkler Mythos begrub. Jo, das war's Ende von dem Spiel. Relativ kurz, sehr gut, es war ein PSP-Spiel damals. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Es war mein erstes Solo-Let's Play. Das hat man auch, glaube ich, gemerkt, es war so ein bisschen verkrampft noch. Aber Besserung kommt hoffentlich. Mann, ist das verpixelt. Egal. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Let's Play von mir wieder. Dann spiele ich nämlich God of War 1. Ich ziehe das knallhart durch, Leute. Ne? Und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Seine gnadenlosen Schlachten forderten schließlich ihren Tribut, als Kratos aus dem Wagen zur Erde fiel. War dieses Opfer zu viel für ihn gewesen? Selbst für den Mann, der als der Geist Spartas bekannt war? Er hat uns wieder treu gedient, Athene. Er ist wahrhaft bemerkenswert. Er ist schwach. Sollen wir ihm helfen? Er schafft es. Sie müssen.